ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Sag mir, dass du Fortschritte machst. Die ganze Insel leidet schon unter diesem Chrom. Kein Wunder, so wie sich diese Probe verhält. Ich habe noch nie eine solch schnelle Zellteilung gesehen. Wow. Das könnte jetzt wirklich ein Problem sein. Damit ist die neue Season von Fortnite angebrochen. Kapitel 3 Season 4 ist seit Sonntag da. Und ich würde sagen, bevor wir irgendwas in Fortnite machen, Battle Pass. Wir holen uns natürlich den Battle Pass. Natürlich einmal kaufen. So. Da ist er. Was haben wir als erstes? Einen Skin namens Paradigma Reality 659 und 5 Sternchen natürlich einfordern. Süchen, dann wollen wir uns aber auch mal den Battle Pass anschauen. So, wie immer, V-Buckets gibt es dazu. Das ist der Skin, den wir gerade bekommen haben. Was gibt es auf der ersten Seite denn noch? Ein Ladebildschirm. Der sieht recht nice aus. Ein Sprühbild, ja, kann man sich angucken. Was ist das hier? Ein Rückenaccessoire. Naja, gefällt mir nicht so. Ein Emote, ist was für Verliebte. Okay. Der Banner, das gefällt mir, das Banner-Symbol, muss ich ehrlich sagen. Die Kondensstreifen gefallen mir persönlich überhaupt nicht. Das Layout der Waffe sieht nice aus. Das Abbauwerkzeug, ja, das sieht recht schick aus. So, Seite 2, was haben wir denn hier? Das Abbauwerkzeug, das ist, wow, das sieht geil aus, muss ich sagen. Der Skin an sich, ja, mir gefällt er persönlich nicht, muss ich ehrlich sein. Hier gibt es einmal Musik, die hören wir gerade.
Ja, gibt bessere, muss ich sagen. Wieder ein Rückenaccessoire. Der sieht geil aus. Waffenlayout. Naja, für mich persönlich ist es nichts. Ein neues Banner-Symbol. Jeder weiß, dass A mit dem Kreis und dem Strich durchsteht für Anarchie. Ja, gut. Mir persönlich sagt es nicht zu. Der Ladebildschirm gefällt mir persönlich auch überhaupt nicht. Der Gleiter hingegen sieht natürlich wieder richtig nice aus. So, Seite 3. Outfit für den Skin von Seite 2. Ja, muss nicht sein. Also, mir gefällt das nicht, das Outfit. Was haben wir hier? Den in weiblich. Ist das ein Weib jetzt? Nee, ist immer noch ein Männle. Hat keine Bubis dran. Okay, hier haben wir wieder ein Emote. Schlicht und einfach. Richtig geil. Der nächste Skin gefällt mir persönlich richtig gut. Neue Sprübel, das gefällt mir persönlich auch. Noch ein neuer Gleiter. Der sieht geil aus. Der sieht geil aus. Was haben wir hier im Tanz? Okay, der gehört zu dem Skin. Ja, muss nicht sein. Ladebildschirm sieht recht gut aus. Natürlich wieder V-Bucks. So, Seite 4. Hier gibt's den Gris. Der sieht babamäßig aus. Was hat der da für einen Controller in der Hand? Das sieht mir aus wie PS4. Oder PS5. Geil, geil. Neue Musik. Die ist geil. Wartet mal ganz kurz. Ich mache das tatsächlich mal ein bisschen lauter jetzt hier. Müsste das hier sein? Nein, das ist es nicht. Dann machen wir das hier mal auf 100%. Gehen noch mal rein auf die Seite 4. Und hören noch mal rein. I am just a grizzly little bear. So small and tame, you hardly know I'm there. Die ist richtig gut. Ey, die ist richtig geil. Geil. Ja. Also, wenn ihr die komplett hören wollt, ne, kauft euch den Season Pass. So, was haben wir hier? Wieder Kondensstreifen. Gefallen mir persönlich nicht. Hier wieder ein Emote. Kann man sich geben, ja, ein Ladebildschirm, das wieder geil aussieht. Ein neuer Banner, gefällt mir persönlich nicht. Hier wieder ein, wie soll ich sagen, Kostüm für den Skin. Mir sagt der Skin allgemein schon gar nicht zu, also gefallen mir die Kostüme davon auch nicht. Was haben wir hier? Ein Hängegleiter. Gefällt mir persönlich nicht. Noch ein Abbauwerkzeug. Gefällt mir tatsächlich auch nicht. So, nächste Seite. Wieder ein Emote. Schlicht und ergreifend einfach. Nice, nice. Waffenskin animiert, aber sagt mir persönlich nicht zu. Hier mal ein Rückenaccessoire mit Stinkeduft. Und Granätchen dran. Es ist geil, dass der Stinkeduft sich so hin und her wandert, bewegt, wenn man den Skin bewegt. Nice, nice. Eine Abbaupicke, die ist wieder geil, muss ich sagen. Richtig nice. Ein Tanz. Okay, der ist cool. Der ist cool. Geil. Jeder, der eine Katze und einen Laserpointer hat, weiß Bescheid. So, hier haben wir Knochenkatze. Sieht nice aus. Vor allem mit dem Angelohrring. Ist das doch ein, das ist ein Angelhaken, oder? Oh, das ist doch ein Angelhaken hier. Sieht aber geil aus. Noch ein Hängekleider. Ja, eigentlich das ist wie so ein Standardkleider halt. Die Flügel oben, das halbe Stoffteil. So eine Gleiter gefallen mir persönlich überhaupt nicht. Ladebildschirm gefällt mir auch nicht. Und der Banner, der gefällt mir.
So, Seite 6, wie Buckets wie immer zweimal. Hier haben wir Erntewerkzeug, Abbauwerkzeug. Sieht geil aus. Ladebildschirm sieht auch richtig, richtig geil aus. Was haben wir hier? Ein Rückenaccessoire, passt dann tatsächlich zum Skin, den wir uns gleich anschauen. Sieht schick aus. Die Kondensstreifen gefallen mir überhaupt nicht. Das was Waffen, die Lackierung, Waffenkostüm, wie auch immer. Ja, mir sagt's nicht zu. Hier mal wieder ein Tanz für den Teddybär. Mit Musik. Nice, 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 nice. Ein Sprühbild sieht auch richtig geil aus. Und hier der Skin gefällt mir persönlich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Auch wenn das so Comic-Style ist, aber es gefällt mir richtig. Seite 7. Nein, das wollen wir nicht machen. Hallöchen, einmal hier der Banner, schlicht und einfach. Dann hier ein Kostüm für den vorherigen Skin, gefällt mir auch sehr gut. Ladebildschirm, gefällt mir auch richtig gut. Waffenlackierung, okay, es ist was für Mädchen. Tut mir leid, aber mir sagt das nicht zu, das ist... Nee. Mm-mm. Jetzt bitte no hate, aber für mich sieht das aus wie eine Mädchenlackierung. Es passt zu dem Skin hier oben tatsächlich, aber mir sagt das nicht zu. Hier haben wir ein Emote. Könnte besser animiert sein. Was haben wir hier? Ein Hängegleiter. Der ist geil. Der ist richtig geil. Hier haben wir wieder ein Emote, ein Tanz. Wieder was für Verliebte. Oder die sich verlieben, während sie Fortnite spielen. Schön, schön. Ist nice, ist nice. Hier mein Sprübel, das ist richtig gut geworden. Also, ich frage mich, wer das entwickelt hat bei Epic Games. Richtig, richtig geil. Ein weiterer Skin. Paradigma, Mondbasis, Kampfanzug. Geil. Sieht nice aus. So, Seite 8. Hier haben wir wieder Knochenkatze Wolke 7 Outfit. Okay, das... Hallo? Schaltest du bitte wieder um? Danke. Sagt mir nicht zu. Wieder einmal Musik, wir hören rein. Lay back, stay still, relax, just chill. Schön. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Also bei der Musik lassen sie sich in letzter Zeit sehr viel einfallen. Das ist richtig, richtig geil. Auch wenn ich bei mir die Musik immer komplett aus habe, wenn ich Maps spiele oder allgemein Fortnite-Runden oder so. Ich habe dann immer die Panik, dass halt YouTube sagt, nee, pass auf hier, dein Video wird geclaimed, Copyright und so weiter. Muss ja nicht sein, aber hört sich nicht schlecht an. Hier haben wir ein neues Erntewerkzeug, ein Elektrostab, geil. Sieht geil aus. Ein neues Sprühbild. Eine Katze aus einer Thunfischdose. Okay, hat was. Es hat was an sich. Es ist kreativ. Gefällt mir, ja. Ein Rückenaccessoire mit Schutzschild, wie man sieht. Nice oder Glas oder keine Ahnung, was das ist. Das sieht geil aus. Ladebildschirm, Muskelkater. Ja, es ist zu viel Katze. Tut mir leid, aber gefällt mir nicht. Ah, noch ein neuer Gleiter. Der kommt den Batgleiter von Batman ganz nah ran. Also sehr ähnlich. Sieht aber nice aus. Gefällt mir. Und ein weiterer Skin. Und zwar Twin. Der sieht auch richtig gut aus mit seiner Brille, die hier baumelt. Nice, nice. So. Ein neues Banner-Symbol. Sehr nice, gefällt mir. Ein Ladebildschirm. Gefällt mir auch sehr gut. Dann Kondensstreifen. Gefallen mir nicht. Sorry, aber das ist mir zu kitschig. Ich bin da nicht so der Typ. Vor allem nicht mit Eivor. Wisst ihr ja. So, ein neues Emote. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Waffenlackierung. Die hat was an... Oh, die glitzert. Also, die ist animiert. Aber halt nur... dieses Bild hier drauf, der Rest nicht. Das ist
das ist ausgefallen und sehr schön, sehr nice, gefällt mir. Aber wenn ich es nicht spielen würde. Ein neues Sprühbild. Wie auch immer. Ich habe zu viel geredet, tut mir leid. Gefällt mir richtig, 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 richtig gut. So, dann haben wir hier wieder Paradigma. Neues Kostüm gefällt mir auch sehr gut. Ja, gefällt mir. Und ein weiterer Skin. Was? Geil! Hä? Ich will den... hallo? Kriegt man das alles zusammen dazu, wenn man den hier freischaltet? Aber das gefällt mir richtig gut, wie der Skin das macht. Vor allem die Animation ist richtig geil. Und der Skin gefällt mir auch persönlich sehr, sehr gut. So, letzte Seite vom neuen Season Pass. Neues Abbauwerkzeug. Netzrhythmus. Gefällt mir nicht. Es tut mir leid, aber es ist eine Trommel auf einem Stock mit Spinnweben festgemacht. Gefällt mir nicht. Das Spider-Symbol, naja, okay. Marvel halt, ne? Aber das Abbauwerkzeug an sich gefällt mir persönlich nicht. Das Banner-Symbol hingegen gefällt mir wieder gut. Schlicht und einfach. Ein neues Emote, GG. Von dem Emote GG gibt es schon so viele Varianten, ne? Es gefällt mir, aber es ist langsam ausgelutscht. Lasst euch da mal was Neues einfallen. So, neues Rückenaccessoire. Währenddessen. Kaboom! Aha, ist von der Marvel-Reihe. Bam. Währenddessen. Und was kommt jetzt? Zack. Ist geil, wer die ganzen alten Comics und die ganz alten Batman und Superman-Filme kennt, wo dann immer noch, wenn die sich geschlagen haben, dann sowas kam, bam, boom, zack, zisch. Richtig, richtig geil, das ist richtige Nostalgie. Das gefällt mir richtig gut. So, hier haben wir den Gwen Spinschirmgleiter. Sieht aus wie... Naja, wie soll ich sagen? Das will ich nicht sagen. Gefällt mir aber auch gar nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Es ist... Nein. Es sieht auch sehr, sehr komisch aus mit den zwei Auswüchsen. Okay. So, noch ein Sprühbild. Das gefällt mir auch nicht. Tut mir leid, muss ich sagen. Nee, sagt mir gar nicht zu. Ladebildschirm hingegen gefällt mir wiederum, muss ich sagen. Ist richtig, richtig nice. Und die Spider-Gwen. Der Spider-Gwen, es ist eine Die, man sieht, es hat ganz kleine Bubis. Können auch größer sein. Kann jetzt nur durch Epic Games so klein gemacht worden sein, weiß ich nicht. Ist eine Sie, also die Gwider, die Spider-Gwen, Gwider-Span, alles klar. Ike, du hast es heute wieder richtig drauf. Gefällt mir aber wiederum sehr, sehr gut, der Skin. Also Battle Pass lohnt sich tatsächlich mal wieder. Bonusbelohnung. Ein Tanz. Ja, sehr schön. Was haben wir hier? Das Kostüm für den Twin. Das sieht richtig geil aus. Das sieht geil aus. Der muss rein zu mir in die Sammlung. Waffenlackierung gefällt mir überhaupt nicht. Kostüm für den Gris. Nee, gefällt mir nicht. Paradigma. Ja, okay, es hat was an sich. Es ist nicht schlecht, aber auch nicht Bombe. Aber es hat was, es ist so das Mittelding. Ja, ich würd mir tatsächlich freischalten. Ich schalte mir sowieso alle frei. So, die Spider-Gwen ohne Maske. Hallo? Achso, okay, der schaltet wieder durch. Ohne Maske, sehr süß, nice, schick, gefällt mir sehr, sehr gut. Paradigma, Manofaseranzug. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Twin als Weib, als Frau, als Mädel. Sehr nice. Kondensstreifen gefallen mir. Okay, es hat was aus Kapitel 3, Season 3 mit dem Realitätsbaum.
Ich habe hier noch keine Runde gespielt. Ich denke mal, der wird hier wieder Thema sein. Und dann hier die Lennox Rose. Die sieht wieder richtig, richtig geil aus. Holy. Alter, der Skin ist richtig gut geworden. Trotz diesem Comic-Style. So, Seite 3, Seite 4 und Seite 5 sehen wir noch nicht, weil wir hier noch nichts freigeschaltet haben. So, Fazit zum Battle Pass. Er gefällt mir richtig, richtig gut, richtig nice. Da ist wieder gut was dabei. Und ich habe vom letzten Battle Pass mir hier noch nichts angeguckt. Deswegen, wir setzen das einmal zurück. Und was soll ich sagen? Ja, die Skins haben es in sich. Es gibt viele schöne Sachen. Es gibt auch wieder V-Bucks. Es müssten 1300 Stück an der Zahl sein. Also, ich kann euch nur sagen, wenn euch die Skins gefallen hat, holt euch den Battle Pass. Ihr zahlt einmalig 8 Euro für 1000 V-Buckets. Holt euch den, habt 50 V-Buckets, gut. Und ihr kriegt 1300 V-Buckets über den Season Pass. Das heißt, ihr habt die 8 Euro wieder drin. Passt super nice. Ich habe mir geholt. Ich werde ihn auch komplett freispielen. Wieder mal bis auf Level 200, damit ich alle Bonus-Skins habe. Und ich werde auch wieder Fortnite-Maps spielen. Und da freue ich mich schon auf euch. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.